Hallihallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen World of Warcraft Video. Heute mal kein Mount, nein, aber Videos folgen noch. Keine Angst, definitiv wird es noch ein paar Mount Guides geben. Und heute holen wir uns einen echt verdammt coolen Murloc. Weil ihr wisst es ja, Murlocs kriegt man entweder nur zur BlizzCon, wenn man sie anguckt. Oder bei sonstigen Events, wo man halt Geld blechen muss. Und heute zeige ich euch, wie ihr euch ganz gratis einen richtig verdammt coolen Murloc holen könnt. Dann, wir müssen hier runter, wir sind hier in der boreanischen Tundra, die liegt in Nordend, wer hätte es gedacht. Hier ganz links haben wir hier so ganz kleine Inseln unten auf Koordinaten 52, 93, hier die Insel Ruinen der Peitschennarbe. Und da warten schon ein paar Freunde von mir, die sind ja auch im TS, die warten unten auf uns. Und zeigen uns, wo der Murloc liegt. Und jetzt springt ihr mal hier runter. Geht zu diesem Hauptgebäude. Das ist das einzige große Gebäude, denke ich mal, hier in der Nähe. Und das weiß wirklich nicht jeder. Der Murloc ist echt verdammt, wie soll ich sagen, versteckt. Aber auch zugleich diese kleine Ritze, die ich euch jetzt zeige, die ihr jetzt findet, ist echt nicht zu finden, wenn man nicht weiß, wo die genau liegt. Könnt euch an dieser, sag ich jetzt mal, Eisscholle orientieren. Die ist vor diesem Gebäude hier. Da. Einfach orientieren. Hier ist ein kleiner Stein. Ganz mal großer Brocken. Und hier gleich rechts unten seht ihr die Höhlenritze. Dort schwimmt ihr jetzt rein. Und aufgepasst, nicht weiter runter schwimmen, sondern hier geht's rauf. Hier oben erwartet uns dann eine kleine Grotte. Und jetzt kommt ihr hier zu einer Grotte. Und ja, hier wartet schon die liebe Shizu. Die brütet das Ei hier oben aus. Und nein, es ist nicht dieses Ei, was ihr dort gleich seht, wo ihr denkt, boah, da könnte das Pet drin sein. Nein, es ist hier genau hier drin. Auf dem Schein hier, den uns der liebe Alex platziert hat, der Alador. Und ihr klickt einfach rechtsklick auf das Ei und habt schon ein weißes Murloc-Ei. Und ja. Zack. Reittiere, nee, Wildtierführer. Dann haben wir hier. Der heißt wie? Ja, Turkey. Und nun habt ihr auch einen kleinen Murloc-Freund. Genau, und in diesem Sinne sage ich dann danke fürs Zuschauen, Leute. Bis zum nächsten Video. Haut rein. Ciao.